Herzlich willkommen, das ist Jay und das ist Aria. Zusammen sind wir Legendaria Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. In Hollywood werden ja durchschnittlich an die 600 Filme im Jahr produziert. Was bedeutet, dass in der Zeit, in der wir keine Filmfehlerfolge gemacht haben, wir an die 50 Filme verpasst haben? Das sind 50 neue Filme, deren Fehler nur darauf warten, von uns aufgedeckt zu werden. Und um mit unserem Filmfehler-Karma nicht ins Minus zu gehen, dachten wir, sind wir gezwungen, euch neue Filmfehler zu zeigen. Und vergesst nicht, Leute, wie in jeder Filmfehlerfolge haben wir irgendwo in dieser Folge Fehler versteckt, die ihr finden könnt. Und wenn ihr sie gefunden habt, schreibt sie in die Kommentare. Und in der nächsten Folge sagen wir euch, wer die Fehler richtig gefunden hat. Let's go. Let's go. Wir beginnen mit dem Animationsfilm zu dem Spiel Angry Birds. Angry Birds. Der Film heißt halt auch so. In dem Film geht es um eine Gemeinschaft bunter Vögel, welche nicht fliegen können und gemeinsam auf einer idyllischen Insel leben. Etwas weniger idyllisch sind da die Vögel Red, Bomb, Chuck und Terrence, die an einer Anti-Aggressionstherapie bei der überhaupt nicht nervigen Therapeutin Mathilda teilnehmen müssen. In ihrer ersten Sitzung wirft Mathilda einen Blick in die Akten ihrer Patienten, um darauf einzugehen, was für verrückte Taten die Vögel begangen haben. Nachdem es ein Flashback zu dem Rennvogel Chuck gegeben hat, wie er einem Polizisten auf den Kopf kotet, sind die Akten plötzlich aber verschwunden. Ich meine, wir sehen hier nochmal, die Akten waren da und wir sehen jetzt, die Akten sind weg. Und es geht weiter. Nach einem Close-Up auf Terrence sind die Akten plötzlich wieder da. Nachdem sie einen Blick auf die Akte von Terrence geworfen hat, legt sie diese erschrocken weg. Und schon wieder, nach einem Umschnitt, sind die Akten weg. Die sind weg. Was passiert denn da? Akten verschwinden nicht. Akten haben keine Füße. Akten haben auch keine andere Sachen, womit man weggehen kann. Wobei... Ich mag bloß das Wort wobei. Achso. Ich wollte nur mal gucken, wie das hier ist, weil da, ich würde sehen, wir haben noch diese neuen Polsterungen drin, um den Hals. Wie sich das anhört? Ja. Danke. Es sei denn, hatte Chuck etwa die ganze Zeit seine Finger im Spiel? Beziehungsweise seine Flügel, aber hat er seine Flügel im Spiel? Hat er etwa mit seiner unglaublich schnellen Geschwindigkeit die Akten verändert oder gar ausgetauscht? Das und noch vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von... Gibt es eigentlich so eine Serie, die sowas aufdeckt? Ja... Wobei, dass der Film Alles steht Kopf, welcher ja erst letztes Jahr erschienen ist, eine Meisterleistung von Seiten der Pixar Animation Studios gewesen ist, dürfte ja den meisten kein Geheimnis sein. Nichtsdestotrotz haben sich auch in diesem erstklassigen Film einige kleine Fehler versteckt. In dem Film ist es ja so, dass die Emotionen in Rileys Kopf alles, was Riley sieht, aus ihrer Ego-Perspektive mitverfolgen können. Sodass das, was sie sieht, quasi wie auf einem riesigen Bildschirm für die Emotionen angezeigt wird. Seltsamerweise unterscheiden sich in dem Film des Öfteren kleinere Details zwischen dem, was in der Realität passiert, und dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Beispielsweise sehen wir gleich zu Beginn des Films, wie Baby Riley von ihren Eltern in den Arm gehalten wird. Und wenn wir genau darauf achten, dann können wir erkennen, dass Rileys Mom in diesem Shot eine Brille trägt. Aber keine 10 Sekunden später sehen wir plötzlich, dass die Mom brillenlos ist? Brillenlos? Oder was ist mit dieser Stelle, in der Riley schon etwas älter ist und droht über dieses, wie wir hier in dem Bildschirm erkennen können, weiße Kabel zu stolpern, aber auf einmal ist es in der Realität schwarz. Oder später, als sich Riley nachts in ihrem Zimmer umschaut, ist diese Tür auf dem Bildschirm eindeutig offen, aber in Wirklichkeit ist sie geschlossen. Wie geht das? Keine Ahnung. Ich meine, der Film heißt zwar Alles steht Kopf, aber nicht alles steht im Kopf anders als in echt. Weil das wäre voll der komische Titel. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Genau, es geht um das Dschungelbuch. Genauer gesagt um die Neurealverfilmung. Die Geschichte handelt wie im Zeichentrick vom Menschenjungen Mowgli, der im indischen Wald ohne seine Eltern mit einem Wolfsrudel aufwächst. Er wird im Laufe der Geschichte vom väterlichen Panther Bagheera und vom gemütlichen Bären Baloo begleitet. Aber es lauern auch Gefahren in dieser schönen... aber die meiste Zeit düsteren Welt. So wie das hier. Das sind komische Finger. Achso, du musst ich denke, das ist auch eine Gefahr. Der Tiger Shere Khan will Mowgli töten, da er befürchtet, dass Mowgli als Mensch irgendwann zur Bedrohung für den Dschungel werden könnte. Vollkommen verständlich, denn Mowgli ist auch kein gewöhnlicher Mensch. Er hat angsteinflößende, mysteriöse Kräfte, die in der Szene zum Vorschein kommen, in der das Wolfsrudel entscheidet, ihn in das Menschendorf zu schicken. Wie wir sehen, regnet es übertrieben stark, doch es sieht so aus, als würde der Regen Mowgli gar nicht erst erreichen. Ich meine, nein, wirklich, wir sehen hier, wie es eindeutig extrem hart regnet und der Bro bekommt Regen ab und die ganze Umgebung bekommt Regen ab, aber Mowgli kein Regen ab gekriegt. Das liegt nämlich daran, dass er Regenwasser überhaupt nicht leiden kann und deshalb eine regenundurchlässige Aura um sich erzeugt. Diese jedoch aufrechtzuerhalten ist so anstrengend, dass Mowgli schwitzt wie ein Wasserfall. Falls Wasserfälle also schwitzen können, ist dieser Fall gelöst. Und falls nicht? Ist dieser Fall nicht gelöst.
Weiter geht es mit gleich zwei Fehlern aus Harry Potter. Ich bin mir sicher, dass es kein Gangsterfilm aus den 90ern ist. Erinnert ihr euch noch an die Szene aus Harry Potter und der Stein der Weisen, in der der Troll an Halloween sich in das Mädchenklo verirrt und dann dummerweise auf die weinende Hermine trifft und dann alles zu Kleinholz macht? Nennen wir diesen Troll einfach mal Steve. Eigentlich an ein... Danke. Eigentlich eine recht unterhaltsame Szene, aber wie wir ja alle wissen, sind Trolle nicht gerade die intelligentesten Wesen, weshalb es auch nicht gerade verwunderlich ist, dass er sich verzählt. Denn wie wir hier sehen können, smasht Steve offensichtlich das von rechts aus gesehen zweite Waschbecken. Da es aber aus scheinbar wichtigen dramaturgischen Gründen notwendig war, das vierte Waschbecken zu zerstören, musste das nachträglich mühevoll in der Post berichtigt werden. Oh Mann, Steve, kannst du denn nichts richtig machen? Steve! Aber das ist nicht alles. Als kurz darauf Ron mit einem gekonnten Wingardium Leviosa Steves Keule zum Schweben bringt und sie dem Troll anschließend auf den Kopf knallt, fällt diese Keule danach auf den Boden. Nur, Moment mal, wenn die Keule auf den Boden fällt, warum gibt es denn kein Geräusch? Boah, Steve, kannst du dann nichts richtig? Erst zerstörst du das falsche Waschbecken und dann entsaugst du auch noch der Keule mit deinem Kopf die Geräusche? Das war's. Du bist gefeuert, kriegst in Hollywood keinen Job mehr, lass dich hier nie wieder blicken und... Der Hobbit darfst du auch nicht mehr als Bergtroll auftreten. Und falls ihr Lust habt, noch mehr Filmfehler zu sehen, dann könnt ihr auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung abchecken. Oder ihr könnt auch oben auf die Infocard klicken. Bringt euch beide zu noch mehr Filmfehlern. Könnt ihr dann gucken. Und da ihr jetzt so viel Lust auf weitere Filmfehler habt, würde ich einfach nur noch sagen, haut ihr Reason, Peasen, zieht sie euch rein. Peasen.